Servus und grüß euch, wunderschönen guten Abend. Schauen wir mal. Da ist er ja. Servus, grüß euch. Tja, 19 Uhr. RSS-Webseite, neuer Aufruf. Ist immer noch Error drin hat. Da sagen wir, jetzt warten wir mal ein paar Minuten und schauen wir mal. Was sie denn wieder so haben, die Burschen und Mädels. Immer 19 Uhr. Das kann man ja auch sowas automatisieren in der heutigen Zeit, gell? Also, das wäre nicht so, dass das nicht gehen will. Ich sag mal einen guten Abend an den Beatgipfel in der Zwischenzeit. Servus an den Martin Reuter. Hey an den Heiner Schneider. Einen guten Abend an den Günther Königs. Grüße eure Habenheit. Hallo an den Tobias Runge. Guten Abend an den Christian Sesselmann. Servus an den Brombeer. Und dann haben wir zumindest alle hier geschrieben haben. Perry das Schnabeltier. Habe die Ehre. Grüß Gott. Du wirst ja auch schon langsam. Du wirst hoffentlich eh schon angemeldet haben. 24. ist wieder Formel 1. Ich habe keinen Überblick oder sowas, weil das Ganze macht der Manager. Maximilian Schneider, hallo. Flo 19, habe die Ehre. Oh, 19er UTC ist das nicht. Das ist kantoweise, oder? UTC. Neunzehnhundert. Ist 20 Uhr raus, jetzt du wieder recht, genau, dann kommt es um 20 Uhr raus. Macht aber auch nichts, dann tauschen wir halt dabei mal das Ganze, lassen wir das Ganze offen und fahren wir halt am Anfang mal rein zu sich oder sowas, ist alles kein Problem nicht. Ja genau, Lars Christensen, Brombeer, habe die Ehre, Alpha Kevin, wunderschönen guten Abend. Ja, aber sonst war es einmal 19 Uhr oder sowas, also pff, keine Ahnung. Wetteiguhr, Servus und Hallöchen. Wo geistert denn der Geist wieder umeinander? Geistert der Geist wieder in der Küche umeinander wahrscheinlich. So, ah, das ist nur in der Arbeit. Schmarrn. Vergiss es. Der ist ja noch beim Arbeiten. Dann schauen wir mal. Fahren wir dabei mal mit der Susi spazieren oder sowas, da ist wir noch mit der Susi. Ja, ich weißt du, das sind immer so die Sachen, wenn man die Frage stellt, dann hat man so intern gleich die eigene Antwort mitgeliefert und alles. Und denkt sich gerade wieder, die ist beim Arbeiten, wo wäre sie denn sonst? Und dann weißt du, so, jetzt schauen wir mal schnell. Simulationen, Fahrplan öffnen. Schauen wir mal, zu sie geht. Mal verschalten, das Stempel lassen wir mal zu sie ist da schon. Wir fahren mal einen Wunsch. Deutschland, Lehrte, Harburg. Lehrte, Harburg 2017, 4 Uhr bis 14 Uhr. Den 8.3, 4.9.8, jetzt schauen wir mal. Herr Bahnvideos, einen wunderschönen guten Abend. Charlie 1305, Servus. So, 83498, den holt man von. Rangierfahrten. Da fahren wir jetzt einfach mal los, das war mal so ein Wunsch aus der Wunschliste gewesen. Das schauen wir uns einfach mal an. Und wenn das Ding dabei kommt, kann ja mal einer immer wenn er bei RSS Salon nachgucken, wenn er mag. Und ansonsten gucken wir einfach mal um 20 Uhr mal auf die Webseite. Bei die RSS Salon und dann gucken wir einfach mal. Prösterchen.
So. Da war doch immer noch mal zusehen, noch was dazu, gell? Wo bin ich denn jetzt hin? Ah, da ist. Susi, keine Rückmeldung, das war aber nicht so gut. Jetzt schon weiß sie gut. So. Muss uns so das Ganze nicht Windows. 100.000 Fenster. Drei Anmeldungen. Ja, vielleicht nochmal ein Reminder schreiben oder sowas. Also wären wir nur einer, du und ich, oder so, jetzt warte mal. Ich muss mal in die Ebola. Zug Nummer 8 3 4 9 8 Enter. So. Das haben wir doch schon mal. Zeitsprung ist ja 4, was haben wir denn? 513 Minuten, bist du wahnsinnig. Ja, den haben wahrscheinlich, den haben die meisten bekommen, also sag ich mal, die guten, das ist die guten. Was, Udo Kleber ist da? Hab ich den noch gar nicht gesehen. Nein, der ist nicht da, oder? Dem Udo geht's zurzeit nicht so gut, leider. Tim Wirschin, Servus. Dann wurde mal Kontakt über den Discord gehabt. Der ist noch nicht, zur Zeit nicht so auf dem Damm. Er hofft, dass er am Samstag, wenn der Kanal Geburtstag ist, auf alle Fälle wieder dabei ist. Ja, dann habe ich es falsch interpretiert. Was ist ja, Irren ist männlich. Perry, Kreisels und Rival haben sich angemeldet. Ronald und der Niklas haben sich noch gar nicht angemeldet. Der Ronald Damm war ja da, vielleicht folgt er mit oder sowas. Den kann man ja von uns eine haben halt. Der Niklas weiß ja nicht, wird wahrscheinlich kurzfristig sein. Servus BR430. Das hoffen wir, dass du Udo komplett macht, genau. Na, na, also. So vernünftig schätzen Udo schon ein, dass er keinen Blödsinn macht. Karl Wittauer, Servus, guten Abend und Prösterchen mit Palana Spezi. So, 15 Minuten noch, 45, 41, 38, 34. Zwölf, elf. 10, 8, 7, 6, ups, minus 5,5 Minuten. Dann hat er gesagt, gucken wir mal los. Na, 19 Uhr UCT heißt 20 Uhr bei uns.
da gerne nebenbei mal einer ab und zu mal auf die Website von RSSLO ein Auge werfen. Ich habe einen Herrn Siegel in die Liste eingetragen, also der ist in unserer Gruppe mit drin hat. Ich habe einen Hendrik schon in unsere interne F1 Discord-Gruppe eingefügt, also alle Nachrichten, die da drin sind, wie auch die Ankündigung, sollte er lesen. Vielleicht schreibst du im Discord nochmal einen Reminder oder sowas. Ach, das ist wieder dieser blöde Fenstermodus und Ding, da kannst du nichts machen. So, langsam vor 60 und das gleiche dann nochmal. Dann aber mal mit 40 würde ich mal sagen. Modelleisenbahnverein Lehrte e.V. Ah. Das ist zu viel Abstellung da noch drüben. Ah, ich sehe nicht raus. Der Lokschuppball. Dialogschuppen, Hotschuppen. Das ist doch ein Hallöchen. So, 120. Hebel on the table. Pedal to the metal. Schauen wir, was
jetzt einmal so bringt. Vom einen einteiligen Eimer, also einen Eimer. Schlechter wird es nur eins welcher. Ach, Herr Wallace, einen wunderschönen guten Abend. Servus. Einer von den fleißigen Mitspieler gestern Abend. Das heißt, bis heute Morgen haben wir, bis um 1 Uhr haben wir das Feld abgeerntet, gell? Aha. Hui. Da war ein Haufen Transporter hin, hui. Eine Menge Heu rundum habe ich gesehen. Heu. Ah, Stroh, genau. Stroh haben wir gesammelt, genau. Nicht Heu, genau. Alles gut, Herr Bahnvideos. Danke für die Info. Geht natürlich vor. Ist eine Leerfahrt da? Stand zumindest in der Zusi-Datenbank so drin. Hat sich daher einen Wunsch eingetragen in die Listen da. Naja. Fällt der Name gar nicht ein. Herr Hafeneder, übrigens guten Abend. Ich habe Sie vorhin schon gelesen. 1 Uhr war ich im Bett, ja, wir dann auch. Aber die andere Strecke, diese Schweizer, ist ja glaube ich Transom World, oder? Oder ist das Transom Auto? Oder ja. Nein. PBZ, ja. Ui, ui, ui. Fast noch aufs Feld. Ich habe vorhin noch ein paar Bahnen weggefahren, aber es liegt nur da. Also. Ja, wir werden am Livestream auch ein bisschen rauf gucken, aber nicht wieder bis um 1 Uhr morgens. Das weiß ich jetzt schon. Da musste ich beim Herrn. Ich weiß nicht mehr, die Aufgabe ist ein Wunsch in der Wunschliste gewesen. Also in der Train-Simulator Wunschliste auf dem Discord stand die Aufgabe, wer zu sich drin hat. Fahrplan, Entschuldigung, ist ja keine Aufgabe. Also wenn, dann musst du beim Herrn Harald Ausfeld beschweren, Charlie. Der hat sich das Ding gewünscht. Aus der Nummer bin ich sozusagen raus. Alex T. Habriere. Trustmaster. Ein auch nicht schlecht, glaube ich. Ja. Wenn
das Zeug funktioniert und gut ist, dann gefällt es am Jägen, gell? Macht Spaß. Was fliegen wir denn so mit dem Thrustmaster? Wenn übrigens der Herr Hendrik Siegel einmal so wieder Zeit hat, dann werden wir natürlich uns auch wieder ins Cockpit eines A320 Neo klemmen werden. Und werden wir mal diesen Piloten- und Co-Piloten-Mod ausprobieren oder diese Freeware-Software. Dieser Streckenfahrplan ist, warte mal, Fahrplan ist Leer zu Harburg. Ja, das haben alle gespannt. Ja, das ist immer so. Da suchen sie sich was aus und dann haben sie nicht einmal dabei, gell? Frechheit. Ja, im Moment wäre nur Stroh abfahren und der Rest war noch ein paar andere Aufgaben, aber da ist. Die Arbeit in der Werkstatt türmt sich halt dann, Herr Bahnvideos, aber du kannst es schon. Bleibe bei A320, werden wir das nächste Mal, wie gesagt, der Hendrik und ich mal wieder testen. Und dann testen wir mal diesen einer, naja, Piloten, Co-Piloten, diese Software, wie gut das funktioniert. Ja, ich muss mal schauen, ob wir mir die Sachen alles überhaupt in die drei Hallen einbringen. Talken oder so mit die ganzen Anhänger und Ladewagen und mit dem ganzen anderen Material, das muss ich noch alle hinbauen. Irgendwann muss ich offscreen einmal sowieso oder mal in einem Testmodus die eine Halle mal wegreißen, die mit dem, da ist sogar ein Hügel von drin, das gefällt mir nicht. Die sind nach vorne versetzt, ich glaube, da passt was nicht. Meinst du den Airbus H130? Wäre mal eine Möglichkeit. Alles gut, Herr Brombeer, passt. Nächste 141 oder was haben wir denn noch für uns? Oh nein. Ich finde es bloß immer spannend, in welchem Teilbereich der Strecke wir jetzt eigentlich dann den Dieselantrieb brauchen, weil wir jetzt hätten wir ja eine genügend Wäscheleine oben. Ich bin immer so gespannt, warum wir immer auf den Wäscheleinenstrecken mit Dieseltrieb umfahren. 4,25, gut, dann. Ich wollte euch auch noch testen. Das war ein Test, hahaha. Ja, schlechter Witz Nummer 2. Gibt es mir. Die hat sich verlaufen, ich weiß nicht mehr, wo es hin muss. Arme kleine 423, weit, weit weg von zu Hause, weißt schon.
müssen wir testen, ob du das auch noch kennst. Da bin ich auch gespannt, ob da 6, 4, 6 Aufgaben dabei liegen. Und wenn, dann wo? Und wenn, dann wo? Weißt du? Auch nicht schlecht. Hui! Oh! Zwei Teile Kranzug. Test, Test 1, 2, 3. Na, Test, Test 3, 2, 3. Welche Einsicht bei mir? Was du genau meinst, wieder? Die Einsicht kommt vor dem Fall, oder? Wie war das? Nein, das ist was anderes. Ist ja Wurst. Fällt mir gerade so ein, wo ist jetzt die Dieselhöhe und den Führerstand nochmal so. Gibt es eigentlich 6,12? Müssen wir natürlich mal ausbilden, aber bin ich zwischendurch mal gefahren. Baureihe 6,12 im Ding schon gefahren. Gremlin 112, wunderschön genannt. Die Steuerwagenschmiede war bei der 646 auch irgendwie beteiligt, hat man gelesen. Ja, genau. Mehr wissen wir aber auch nicht. Das könnte natürlich schon sein, weil ab und zu kämen ja mal Fahrzeuge, werden ja dann bei einer der nächsten Strecken kostenfrei mit dazu geliefert. Aber ich glaube nicht, dass sie es da so machen. Wenn, dann gibt es die 646 maximal als KI-Verkehr, weil die werden jetzt kaum, sage ich mal, ein Fahrzeug für, ich sage jetzt einfach mal 15 Euro bringen und dann die nächste Strecke, die dann 30 Euro kostet, werden sie das Fahrzeug sicher nicht mit dazu brauchen. Was braucht man denn für... Von das Ding sonst? Dann sehr einen wunderschönen guten Abend. Da liegst du vor dem Magneten, da fragt man sich, wo der 500 ist. Ich glaube, da ist er. Es roch gerade nach Flieder. Hauptsache man kann wieder mit 500 Hertz und 20 zum Signal vorkriechen, gell? Hey, ja, ja, ja. Oh! Oh, mit Bergepanzer, ui, guck an! Und MTWs, ui!
auf 60. Eine Voith Gravita. Die versteckt. Es ist nicht da, wo das ohne Signal gefällt worden ist. Da liegt es, genau. Oder aufgestellt wird. Kiel Hauptbahnhof nach Kiel Oppendorf. In der Zusi. Rennsimulator. Testrüstung auf Rennsim neu. Wie neu? Sonntag und habe ich gar nicht geschaut. Boah. Nein, bin ich noch nicht gefahren, muss ich sagen. Niklas Höfel, wunderschönen guten Abend. Niedersachsen ist am Zug. Ich hätte mir mal die Niedersachsen wären dann im Zug. Aber am Zug darf man S-Bahn surfen, ist doch verboten. Was ist jetzt? Links ist. Links einfügen. Und T-Tür öffnen. Was weiß ich, wie lange haben wir denn jetzt da? 13.02 Uhr. Ist das aber nicht das, wo noch nicht ganz fertig ist, sondern so. Naja, geschossen Counter gibt es immer bei Zusi nicht oder bei so Sachen. Könnte ich mal einschalten, werde ich einplanen. Machen wir nach dem 5. Geburtstag, machen wir dann überall die Sachen rein. Am Samstag kommt übrigens, und ich werde es am Sonntag auch wiederholen für die am Samstag keine Zeit haben, der Lautnix hat auch wieder ein Best of Zwangsen Video gemacht. Extra zum 5-jährigen Geburtstag vom Kanal, da bin ich mal gespannt. Muss ich da nicht die Türen aufmachen? Ich meine, wenn ein Bahnsteig steht oder sowas, dann lassen wir es zu. Ich kenne mich doch da nicht aus. Meinst du das einmal gut?
Wo ist recht, weil das Männchen nicht kommt um, gell? Durchlüften. Dass der Mief rausgeht, weißt du so. Ja, 2 Minuten können wir ja warten, oder? Was? Rangierfahrt nach Zelle Nord OHE Triebfahrzeug abstellen. Um Gottes Willen, was wird denn das jetzt Lustiges? Ja, warum denn nicht? Was, soll eine Werkstatt mitfahrt machen oder was, wenn es zum Reparieren haben oder sowas? Ja, das ist ja. Das gehört alles zum Kundenservice. Die Bahn repariert's. Ja, wir müssen mal schauen, Brombeer, weil um 22 Uhr haben wir Ingame schon haben, ich weiß nicht, was ab 0 Uhr ist. Weil ich die Zeit umgestellt habe. Es kann sein, dass wir ab 0 Uhr dann schon im September haben, August, September haben. Kann das sein, dass der Auftrag dann weg ist oder sowas. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. 13.02 Uhr dürfen wir weiterfahren. Wobei dann Rangierding ist schon umgestellt. Also ich fahre jetzt einfach mal. Werkstattbesichtigung, genau. Ist alles mit 2G plus X14 und da ist alles geprüft, getestet, genegativ, geboostert. Es ist auf heute überhaupt nichts. Hier ist der Otto mit dem 83498. Grüß dich, hier ist der Fahrer der Zelle, der Konrad. Grüß dich, Konrad. Du, folgendes, der Manni, euer Lokleiter, der sagte mir gerade, dass du im Bereich des Lokschuppens mal ein bisschen langsamer machen sollst. Da sollen irgendwie 2 betriebsfremde Personen herumlaufen und irgendwas fotografieren. Ach, sag bloß, die beiden Jungs laufen da schon wieder rum. Ich hab die gestern schon da weggescheucht. Die erzählen was von einem Zusi. Was auch immer das sein soll. Susi, sagst du? Ne, das sagt mir auch nichts. Der Manni ist auf jeden Fall schon auf dem Weg hinter zum Lokschuppen, um die beiden da zu vertreiben. Wenn ich die beiden sehe, dann pfeife ich mal und hoffe, dass sie sich verziehen. Ja, genau. Mach das mal. Du, der Manni sagte, du sollst deinen Karren auf der Drehscheibe abstellen. Ich habe hier nämlich noch eine Lok im Güterbahnhof, die gleich hinterherkommt. Alles klar, bekommen wir hin. Danke für die Info. Ja, gerne. Ich wünsche dir was. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war ja für Zusi mal geil. Entschuldigung, beide. Waren die zwei Rotzer? Gute Fahrtswunde. Ozean, glaube ich. Und dann schubst du einen Porsche dahinter. Und wie zwei Köferl. Das Metronom-Diesel-Fregatte da vergessen von. Ne? Auf die Drehscheibe stellen. Passt da der Triebwagen drauf? Die Aufgabe ist ja immer gut. Daumen nach oben, Herr Ausfeld.
Ein Lokschuppen immer eine Drehscheibe, schade. Na, 19 Uhr UTC ist ja bei uns 20 Uhr, also. Ja, vorne vier die Stücke, okay? Schnuckelhäschen. Genau. Piep, piep, piep. So, müssen wir mal probieren. So, jetzt ist wieder die Frage. Kommt da noch was? Wenn ich wieder Zeit nach vorne einschalte. Kann ich denn die Aufgabe abbrechen? Simulation unterbrechen. Keine Auswertung, schaut. So ein Mist. Jetzt wäre aber bei RSS auch noch tote Hose sein, wahrscheinlich. Da hat sich noch nichts getan. Freunde des gepflegten Zugverkehrs, so geht das für mich nicht. Freunde der gepflegten Bahnunterhaltung, ey. Puh. Was können wir jetzt dabei noch machen? Die anderen Aufgaben waren ewig lang, die da drin waren. Ja, aber welchen denn? Jetzt warte mal, ich gucke mal was noch. Oh, Susi Datenbank. Fahrzeug suchen, Baureihe 646 gibt es nicht in Susi direkt. Die Frage vorhin war noch, gibt es eine Baureihe 612? Gibt es. Mach mal die Suche. Verkehrs- oder Dieselisarische Züge 35, wo ist denn das? Was ist ZZ Blanco? Na. Warburg, Westfalen, was ist mal? Ein Zug drauf. Geh was los, das testen wir einfach mal. Ist das ein Dekozug? Nein. Kicksel habe ich gerne. Fahr was in Köln? Diesmal eine E-Log. Ansprüche auch noch stellen. Publikum mit Ansprüchen. Ja, warte. Was ist in Köln? Köln ist ja nichts, oder? Köln-Düsseldorf. 2016, 0 ist auch schlecht. 2018, na, ist Nase kitzelt.
Köln-Düsseldorf 2021, nein. Nehmen wir 2018, nehmen wir noch ein bisschen was ein, das so. Suche. Irgendwas mit Strom. Das sind so viele. Dann wieder als Itzi. Itzi. Bla. 111, 146, 422er. 23er, lauter. Ein lauter ist. Probieren wir mal 111er. Fahren wir 111er im. 111er in Susi. Simulation Fahrplan öffnen. Köln-Düsseldorf. Deutschland. Köln-Düsseldorf. Köln-Düsseldorf 2018, 8 bis 11 Uhr. Also. RE11, 10, 11, 3. Das war das falsche Fenster. Heiligsblähle. Wir müssen es verkehrt machen. 10, 11, 3. Fahren wir jetzt halt einfach mal bis. Ich wollte sagen, bis der Arzt kommt, aber ich würde mal sagen, wir machen das bis die 646 heraus ist. Aber du hast das auch gekriegt, Palana Glasl. Eine Rückmeldung fehlt mir noch, jetzt mir fällt bloß der Name nicht ein. Von den 5 Gläsern haben sich 4 schon gemeldet. Was hast denn du gekriegt, Paulaner Glasl? Ah, das mit der Gravur. Sehr gut. Gibt übrigens Leute, die dringen dann auch draus und freuen sich über sowas. So, Mädels. Jetzt brauchen wir das Display. Im Display brauchen wir einen Buchfahrplan. Dann braucht der Bupa mal die Zugnummer, die da lautet 10 11 3 Enter. Da haben wir es doch schon. Wuffi Knuffi. So, schaut es da, 23 Minuten. Oh, da haben wir aber spitze auf Knopf angekommen. Der war gut. Gut, dass sich die Gläser melden und nicht die Flaschen, genau. Phil, habe die Ehre. Wunderschönen guten Abend. Feierabend noch. Genieß ihn. Du hast jetzt einen anstrengenden Tag verbracht, habe ich gehört. Oder gelesen. Kaffeemaschine bedient. Spaghetti aus der Kantine geholt. Boah. Meine Herren. ICE3. Zug wird aufgeleist 7:48 Uhr. Da ist das Ding. So. Jetzt wird so schon ein Türchen auf oder nicht? Die kenne ich überhaupt nicht mehr aus da. Die Türsteuerung, jetzt müssen wir links aufmachen, gell? Das heißt, links war einfügen und T. Wann geht's los? 49, aber dann Flotte. Durchs, oh Gott, durchs Minenfeld. Oh, unser Weißwurst. Beil.
Obwohl. Sven Oetken, wunderschön genommen. Ja, genau. Wir sind in Köln. Also zwei, da würde ich gerade sagen, wenn ihr mal das buckellose Bordrest oder so anschauen. Müssen jetzt hinten eigentlich der Steuerwagen kommen, ja? Da merkt man es, dass ein kleiner ICE2 ist. 49 Abfahrt, warte mal, Türen schließen ist doch einmal da. Türen schließen steht bei mir immer Z drinnen, da tut aber nichts. Ist jetzt zu, wenn der Leuchtmelder weiß leuchtet, oder? Die V5 wäre eine Gruppe. Den Christian, wunderschönen guten Abend. Und wir 1,2 Minuten drauf. Halt die Schnauze. Wir müssen jetzt gleich wieder ein paar so Bomben fahren, oder? RE, wir fahren mal die RE 10, 11, 10. 11.3. Wobei das ist ja eigentlich Zusi und nicht Trendsimulator. Die Beile Brücke von Köln, ja? Die Lok, wir fahren eine DB Baureihe 111. Und Zollernbrücke, genau. Gamescom, Hust, linke Seite. Nächster Halt, Köln Messe Deutz, genau. Ich glaube, wir machen uns dann vom Acker, weil wir haben schon wieder Verspätung. Gamescom steht nur auf der To-Do-Liste.
Aha, da ist er schon mal, ja. Jetzt kauf auch schon. Nein, geht noch nicht. Warte mal. Hausflipper haben wir doch erst letzte Woche gespielt. Morgen Abend in der Bundesliga, Leipzig Köln. Ich wollte eben die Leertaste drücken für die Siefer und das im Traktor. Ja, ja, das kenne ich. Musst du fleißig Stroh einfahren, Brombeer? Brav. Mit ein kleines zusammengewürfeltes irgendwas. Steuerwagen, Schubstange Porsche. Nachtzugwagen, Doppelstocker. Ich habe zum Wetthalt schon mal gesagt, da soll man bitte mal rechtzeitig Bescheid geben, wenn der Geist einmal am Dienstag oder am Donnerstag frei hat, weil die Katrin gemeint hat, frei hat sie nur am Wochenende. Susi, treuen Sie einen wunderschönen guten Abend. Du auch Schubstangen Porsche, genau. Na brav, ich habe schon eine halbe Stunde vor dem Mike gesammelt, also. Schauen wir mal, ob es jetzt schon kaufbar ist, das Ding. Immer Error 404 not found.
Also ich konnte es noch nicht holen. Jo, 28.11 auch noch nicht. Guck dir mal an. Das ist also eine Frage, die kann er, glaube ich, keiner beantworten. Wenn du in regelmäßigen Abständen, glaube ich, irgendwas kaufst und dann mal über einen bestimmten Wert drüber kommst. Boah. Aber wie der Zeitraum ist oder der Wert ist, ich habe keine Ahnung. Wir haben auch vorher Häuser renoviert und zuerst Schlösser und dann noch Häuser. Weil der Geist erst später von der Arbeit kommt. Sonst müssen wir es auch mal so machen. Dann spielen wir halt vorab einfach mal ein wenig einen Castle Flipper. Verfügbar, dann werden wir in der Susi mal, was ist Pause bei der Susi F1, glaube ich, ne? F2, warte mal, schauen wir mal. Dann kaufen wir das Ding mal. So, gleich geht's weiter. Allerdings dann. Im Train Simulator. So, machen wir da mal. Das Zeug mal ausmachen hier. Tue ich mal das Standbildchen hier rein. So, die können wir zumachen. Ja. So, dann müssen wir das irgendwie mal downloaden. Da ist der Download. Das ist immer schön beim Download, gleich der Report Error dahinter ist. Oh, 91 MB, das ist aber mal. Das nennt man mal pflegeleicht, oder? So.
Wie oft hat er denn das schon gesagt, der Peter? Sie schaffen es einfach immer noch nicht, dass RSS Roboter installieren, den Pfad erkennen, wo der Train Simulator drin ist. Man glaubt es kaum, gell? Pantol ist wunderschön genommen. Zusätzlich, ja, alles in Ordnung. TS jetzt, genau. So. Jetzt müssen wir nur noch mal ganz kurz auf die Webseite von RSSLO gucken, ob da irgendwelche Aufgaben dabei sind oder ob da nichts. So, Szenarios. Ah ja. Ersetzen Niederzwar Szenario Salzburg-Mühldorf-Route. Also Salzburg-Mühldorf-Aufgaben sind auch mit dabei. Es werden jetzt allerdings wieder lauter Karriere-Szenarios sein. Nein. Das machen wir doch gleich mal ganz anders. Schauen wir mal, BR646, da müsste das schon sein. So, dann gehen wir mal schnell in die TS-Tools. Also Salzburg-Mühldorf sind scheinbar dann die Aufgaben dabei. Salzburg-Mühldorf. Steht aber nicht explizit dabei. Local Train with BR646. Was haben wir denn noch? Morning Rush, Night Passenger Train. Morning Rush. Night Passenger Train. Sunny Day und Train Preparing. Sunny Day und Train Preparing in Mühldorf. So. Ja, dann schauen wir halt mal in den Train Simulator jetzt an. Ja, es gibt irgendwo so einen Registry-Eintrag, den muss man einmal setzen und umschreiben. Dann erkennt der, dann übernimmt er die Variable. Du hast das irgendwo gespeichert. Bin immer zu. Also in dem Forum gibt es seit Samstag, seit Ding, eine Strecke. Das muss ich mir anschauen, da brauchst du das benötigte PWB eigentlich nur Norddeutsche Bahn Kiel Lübeck. Haben wir schon bei der Version 1.2, ja. Wie lang ist die Strecke? Oh, das müssen wir direkt mal angucken. So. Jetzt schauen wir mal. Scheiße. Guten Abend, Herr Steuerwagenschmiede. So, Standard. Ich habe die Sachen jetzt mal konvertiert. Ich mag diese Karriere-Szenarios nicht unbedingt vorne mal. Was ist denn Salzburg-Mühldorf? Wo ist denn Salzburg-Mühldorf? Da. Salzburg-Mühldorf. Da haben wir schon. HBL 646A. Personenzug in der Nacht. Regionalzug mit der Baureihe 646. Rush Hour am Morgen. Sonnenschein in Garching und Zugvorbereitung in Mühldorf. Sollen wir das mal probieren? Fangen wir 8 Minuten schwierig, ist schon wieder schwierig. Nein, da fahren wir jetzt lieber mit Rush Hour am Morgen. Herzlich gut, bewölkt mit Schnee. Ja. Sommer, bewölkt Schnee, 9 Uhr. Perfektes Wetter, ha? Also,
Spaßvögel sind ja dort schon. Ah ja. Sag mal, schauen wir einfach mal ins. Ich bin drin. Schick. Ah, von der Steuerwagenschmiede kämen noch vier Repaint-Pakete und am Wochenende eventuell ein Upgrade-Pack, je nachdem, was er das Salon noch alles eingebaut hat. Danke für die Info. Ein Personenzug muss nach Mühldorf, da eine Kollegin spontan verhindert ist. Schön, dass Sie jedoch so schnell einspringen konnten, sobald der Zug fertig ist und alle Fahrgäste zugestiegen sind, geht es los. Schauen wir mal. Die übliche Belegung, oder? Eieieiei. Spitzenlichtschalter ist schon mal schwer. Rot, weiß, Scheinwerfer. Ah! Hey, das ist schon mal schwer. Spitzenlicht aus. Rot. Ah? Ah. Weiß. Und Scheinwerfer, das ist dann das Fernlicht. Das ist ja schon mal beide. Lassen wir noch mal ganz kurz stehen, wir müssen jetzt auch schon noch. Wagenlicht. Gibt's da. Warte, man muss mal ganz kurz dann in die. Ja, piepst du nur. Fortrichtungswender nach vorne. Ah, jetzt denke ich mir gerade, das Ding leuchtet ja kaum. Das Makro vorne geht nicht, Makro hinten geht. Ah, ja. Die Tasten sind auch nicht bedienbar. Da geht auch nichts. Starten wir einfach nochmal, wenn es ist. Mit was kann man denn die Ding einschalten? Oder geht ihr mit irgendeiner Tastenkombination standardmäßig bei? Das fährt sich schon mal schnuckelig. Ja, Q-Taste wieder. Jetzt hat es mir heute halt wieder. Instrumentenbeleuchtung ist dieses kleine Funzelchen da. Drücke K für die ZZ aus. Ist das wieder ein Scherz oder ist das ernst gemeint? Ah, danke. K und Schiffs-K. Was haben wir denn? Das darf nicht einsteigen, Sonderfahrt, Dienstfahrt, Leerfahrt. Machen wir Sonderfahrt draus halt.
Die Fahrgäste sitzen im Stock finstern. Die kaufen ja alle in die Hände eine. Ist doch Licht ein, was hast du denn? Cool, schwer. Oh, sogar innen auch an. Guck dir das an. Schwer? Sogar die ZZA innen im. Das ist ja mal geil. Die normale Bremse auch nichts, oder? Ah, doch. Von außen so aus mein Fehler, was? Da steht sogar unter dem Display dort nicht einsteigen. Guck mal an, danke. Es kommt also noch ein Upgrade-Pack am Wochenende, eventuell ein Monster. Die Steuerwagenschmiede hat mir im E-Mail in der Nachricht geschrieben, eventuell. Warte mal, was hat er noch genau geschrieben? Darf ich das vorlesen? Weiß nicht, was da Interner sind oder sowas. Szenarien liefert er das SLO eigene auf Salzburg-Mühldorf mit. Die Steuerwagenschmiede hat keine. Dafür kommen von uns heute noch vier Repent-Pakets und eventuell am Wochenende noch ein Upgrade-Pack, je nachdem, was er das SLO noch alles eingebaut hat. Also es kommt, kann man heute noch 4 Repaint-Packs von der Steuerwagenschmiede und es kommt am Wochenende ein Update-Pack, schau her. Tahoe ist nicht beleuchtbar, du hast nur die Innenbeleuchtung. Also das ist Licht innen. Schaut aber gut aus. 6 sieht man sogar von außen, sehr schön. Oder halt die kleine Instrumentenbeleuchtung da unten. Scheibenwischer geht auch gut. Sound ist da, aber es ist recht leise, muss ich auch sagen. Ja, vielleicht schmeißt er dann wieder der Game Master gleich mal so. Was? Tacho geht mit dem zweiten Schalter von links. Ah, da ist er. Nice, schön geht er. Da ist er. Kann man auch. Alles gut. Sehr cool. Ja, da müssen wir jetzt natürlich in echt aber den 646 kennen vom Sound her. Aber das finde ich schon mal nicht schlecht. Einfach so was Fernlicht einmachen. Dennis, servus. Muss jetzt der depperte Baum da stehen?
Ja gut, das Ding ist im Führerstand natürlich sicher etwas leiser, weil die Antriebseinheit sitzt ja beim GTW in der Mitte. Es war natürlich interessant, inwieweit RSSO plant, auch eine Elektroversion zu bringen. Wo hast du da eigentlich, sag ich mal, nur die wie nennt man es denn jetzt, die Triebköpfe oder die Köpfe oder die Fahrgasträume und in der Mitte ist ja die Antriebseinheit drin hat. Na, ab 0, so. Zübex, habe die Ehre. Das ist genau, ich meine, genau so nennt man das Ding, die Power Unit, also die Antriebseinheit, die in der Mitte drin hat. Was schreibt ein Monster? Der Sound von RSSLO ist leider mies. Wir von der Steuerwankschmiede haben schon besseren, aber nach überwiegender Meinung in der Gruppe nicht releasefähig. Wir schauen mal, was noch so geht. Ah ja, in welcher Gruppe, also in der internen Produktionsgruppe des Fahrzeuges. Ganz ehrlich, ein Monster, macht ihn doch als Beta-Version oder so. Das kann man ja auch machen. Also, wenn ihr einen habt, warum nicht veröffentlichen, wenn es erlaubt ist, und einfach nur eine Beta-Version schreiben? Wem es nicht gefällt, soll sie einfach das Sound-Ding backuppen und danach wieder zurückspielen. Das ist doch auch eine Möglichkeit. Also ich sage jetzt mal, vom 3D-Modell her wird das Fahrzeug von außen mit Sicherheit gut geworden sein, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, kann man RSSO ja nichts nachsagen. Die Räder schauen halt wieder ein bisschen, also ihr Räder schauen ein bisschen komisch aus. Das kann jetzt natürlich auch an der Schneetextur liegen oder so. Aber so? Rasen kann man auch mit dem Ding, also das ist ja schon mal hervorragend. Ist das Weiß jetzt oben, soll es Schneetextur wahrscheinlich darstellen, oder? Schaut jetzt gar nicht einmal so schlecht aus, oder? Das müssen wir mal gucken. Fahren wir das Ganze mal bei schönem Wetter. Ich komme mir gerade vor wie in der Matrix, weißt du, wenn man da reinguckt, immer die gleichen Typen drin sitzen, gell? Das ist wie so der eine Typ da in der Matrix. Wir als Steuerwankschmiede sind eine Gruppe mehrerer Freeware-Entwickler. Ah, gut so. Schwieriges internes Thema. Ich sag Ihnen Bescheid, macht es nicht so kompliziert, Kinder. Na, ist alles gut. So, der Zugkraftregler schon eine Schau mit der Anzeige, ja, kannst du auf Bremsen stellen. Halt schön. Ja, wir brauchen natürlich wieder eine Tastaturbelegung sofort wieder ändern auf. Ich brauche unbedingt wieder die Sieve auf der Leertaste, weil das geht einmal gar nicht. Ist gut, also mir gefällt das Ding schon mal. Wer es noch hat, unbedingt schauen, weil heute gibt es vielleicht noch für die Premium-Kunden 10%. Sind auch 1,50 Euro gewesen vorhin, glaube ich. Also das gilt es nicht hinten zu lassen.
Sief auf Cook geht immer gar nicht, genau. Ja, 10% bei, was merkst du, bei 14, wie viel kostet 14,95, 10% Gutschein, ist halt einfach nicht mehr. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute jetzt wieder geschimpft haben, weil doch VR diese 1-Euro-Rabatt-Aktion gemacht hat. Vom 2. bis zum 6., also 2.2. bis 6.2. Du, wenn ich mir halt einen Güterwaggon kaufen will für 9,95 und zahle dann nur 8,95, also am geschenkten Gaul hat man nicht aufs Maul, also. Den Import-Mapper kann man binnen 10 Minuten selber ändern. Mann schon, ich nicht. Geänderte Import-Mapper kommen am Wochenende jedenfalls mit. Das wäre super, Herr Monster. Dann habe ich sie Monster lieber. Ich mag das, also, man ist es einfach so gewohnt. Oh. Die Diskussion im Forum war grausam, genau wie dem 1 Euro schon wieder. Da kannte er schon wieder. Was und dann wundern bei solchen Diskussionen, wenn dann der Ulf von Virtual Railroad sagt, gibt gar nicht keine Aktionen mehr, weißt schon. Wie man es macht, machen wir es verkehrt. Schlimm ist eh nicht, man ist halt einfach gewohnt. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. An der Quick Drives dabei fürs Wetter auch nicht. Macht die Gewohnheit durch Feuer, ja genau. Cartrans, ah, zum Beispiel. Zug hat sich auch angepasst und andere Sachen, ja, ich meine, die 2 Taurus-Sal oder der Rail Chatty läuft ja alles mit. Ich kann das nicht sagen, haben wir hochbauen. Man muss im bestimmten Zeitraum immer für eine bestimmte Summe einkaufen, glaube ich. Und, oder Zeit als Gesamtsumme, ich weiß es nicht. Da stand noch nie genau irgendwo was dorthin, wann du das bist. Ich glaube, ich bin irgendwo mal direkt vorbeigefahren, gell? Lauter Aufregung. An bei dem Hobel Quick Drive. Oder ist der Quick Drive fähig? Mal ausprobieren. Ciao! Jetzt machen wir einen Bremsanflug. Wir bremsen uns auf Garching zu. Wenn das nicht die Siefer macht. Ich bin nicht mehr so online mit dem Ding Sübex. War das beim Ulf schon mal so? Oder ich weiß doch bloß, dass irgendwann einmal irgendwas vorgefallen ist, wegen irgendwelchen Weihnachtssachen einmal vor irgendein paar Jahren. Aber ich weiß auch nicht mehr genau. Aber ist jetzt egal. Ja, ich hätte mir gedacht, dass vielleicht bei VR auch besser wird, nachdem ja, weißt du, die Trennung einmal war. Schlecht ist nicht, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es von RSS-Lo schon weit schlimmere Sachen. Ciao, Bitkipfer, bis Samstag.
Ah, der war da immer die gute Seele. Ah ja, gut, dann. Also ist da auch wieder Strange, ja? Also kann man alles lesen, ist nicht unscharf. Hessen, der Standard, gefördert durch das Land Hessen. Symbole alle schön da. Kein Fahrscheinverkauf im Zug. Betriebswerk Butzbach. Also wenn man da so schaut. Vom Modell her ist das Ding also auch tippitoppi, würde man. Wie gesagt, bei den Rädern waren wir jetzt mal nicht so sicher, die schauen etwas komisch aus. Also ich nenne es jetzt einfach mal komisch, ob die Dinge im Original so sind, ich weiß es nicht. Aber das mit den ZZA ist zum Beispiel nicht schlecht, vor allem, dass die einem in der Fahrgastinnenansicht zu sehen sind und es ist eine Fahrgastinnenansicht mit dabei, muss man auch sagen. Also es gibt ja Sachen oder es gibt ja Kombinationen, die wesentlich teurer sind, ohne Passagiere drin hat, ohne Fahrgastansichten. No? Wie fällt's mir? Bahnstrecke, das kann sein, dass die halt wieder nicht stimmt. Da brauchen wir dann wieder die entsprechenden Ansagen mit. Achten Sie beim Verlassen des Zuges auf den Niveauunterschied zwischen Fahrzeug und Bahnsteinkante. Ach, Köbler Waldbahn kommt auch wieder. Da freuen sich die Leute wieder, wenn die Bastelstube wieder mehr im Köblitzer Bergland unterwegs ist. Oh ja. Philipp Herbert, wunderschön genommen. Steht da das dabei mit, wann man. Ja, vielleicht, wenn die Dinger da sind, Bescheid sagen, dann kann man im Wetter auch nicht mit dem Ding ein bisschen rundum gurken. Mühldorf, ihr wisst, wo man eine gute Strecke dann bauen kann. Mühldorf, Passau. Da könnte man auch mit sowas fahren. Gut, da vorne hat allerdings nur 6, 28, 9, 28. Da würde das ziemlich hinpassen.
Und wenn ich mir da manches Fahrzeug in TSW2 schaue, da werden noch einige Liter Wasser die Donau hinunterfließen. Ich habe jetzt im Moment ehrlich gesagt noch nicht irgendwie in Planung. Ich muss mit OMS erst einmal so zurechtkommen. Und man dann einen eigenen aufmachen, wäre vielleicht möglich. Haben wir wieder bei dem gleichen Problem, weißt schon, es müssen sich halt nicht mehr genügend Leute finden, die halt immer Zeit haben mitzumachen und da auch mitzutun. Vielleicht vorher auch bloß beim Steven mit oder so, keine Ahnung. Aber ich sag's ganz ehrlich, der Fokus liegt zurzeit ein bisschen mehr auf der Landwirtschaft. Also, aber es kommt mit Sicherheit noch. Also, muss man anfangs halbwegs sein, weißt du schon. Also durchs Wetter auch nicht zu fahren mit sowas ist mit Sicherheit lustig. Müssen wir dann irgendwas nicht Schneetennis machen mit dem. Jemand das Steven oder Rampus-Ding oder sowas. Aber es ist irgendwie, also auch. Was, so ein 130er muss man bestätigen, oder was? Öfter mal was Neues. Dann machen wir den eigenen auf, ist doch kein Problem nicht. Schatzi, da stimmt was nicht. Also erst einmal ist eine Zwangsbremsung und wie gesagt, einen 130er habe ich noch nie bestätigt. Nicht einmal ein Viertel. Das ist aber 130 Grad schon.
Oh. Na, was ist? Ja. Oh, das ist schon wieder flach. Keine Präsentation. Okay. Keine Präsentation ohne den Zugschiff. Ja, gell Maxi, ja. Schmusekarte ist da. Schmusekarte ist da. Ich muss bloß nebenbei schauen, weil vielleicht kommt da wirklich noch das Paket. Ist, wann wird denn das Repaint-Paket nur released? Kommt da heute noch was? Oder das Quick Drive fürs Wetter auch nicht, dann kann man nicht mehr auf Ding fahren. Alter Schmusekotter. Genau, wegen benötigter Streileinheiten verzögert sich unsere Abfahrt auf unbestimmte Zeit. Ja. Dann wollen wir dann irgendwo etwas schöneres Wetter herbringen. In circa 60 Sekunden, die warten wir jetzt noch ab. Ha? Dann laden wir das mal rein und probieren wir mal Quick Drive im Wetter auch nicht noch aus. Gut, Maxi. Ja. Bis Samstag, Herr Bauen-Videos. Schönen Abend noch, guten Start ins Wochenende. Jetzt machen wir das hier mal rein. Kann ich mir aussehen. Er ist da. Hier gibt es gleich mal einen netten. Machen wir mal Repaints. Schmeißen wir die gleich mal eine dann, das Repaint-Paket. Und schauen wir uns das doch gleich mal an bei der Präsentation. Alex als Player, Servus. So. Ah, Maxi. Okay. Machen wir mal gleich. Diesel. Das müssen wir den Rest rundum kopieren. Machen wir wieder mal den guten Akkubatterie der Back oder sowas. Ja. Das kann man natürlich wieder genau brauchen, gell? Wenn man Akkubatterie braucht. So.
Wii, GOPC, Dixon, meine Lieblings, unsere Lieblingsbeschäftigung. So, jetzt schauen wir mal. Setz RSSLO, wohin auch sonst, gell? BR646 Underscore. Freeload und Rail Vehicles, so. Wenn doch schon Dinge dabei sind für. So. Navigiere zu bla 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 Engine HLB. Das ist 4, 1, 2, 3, 4. Die C braucht man nicht. Ah ja. So, kopieren muss in die Ordner. BLE. BLE 2, BLE 5, BLE 25, BLE 509 und da hinein. So. Also da müssen es nicht in alle einhängen. Ah Gott. Da denken wir gerade, warum die C nicht auch mit kopieren. Aber die muss ja nicht in alle einigen. Der muss in BLE, BLE 2, BLE 5 und nur in die BLE 25. Ah ja. Sehr gut. So, jetzt schauen wir mal. Dann sollten eigentlich die drauf sein. Die Alpha-Abteilung ist da sehr gut. So. Jetzt schauen wir mal fahren. Was haben wir denn jetzt, was hier dabei scheint? Schnelles Spiel. Ins Wetter, wo haben wir es denn? Wetter auch nicht. Lock 646 HLB Steuerwagenschmiede GTW 2-6 BLE Butzbach Liecher Eisenbahn. Was nehmen wir denn? Einmal BLE mit RMV-Streifen. Sehr, sehr gut. Nein, das sind nicht alle aus dem Ding. BLE mit RMV-Streifen, das schaut doch gut aus. Sommerklar, das Wetter 10 Uhr, das hört sich doch schon mal nicht schlecht an. Was Friedberg aus, was einmal BLE, oh, zu spät. Menno. Ja, können wir ja noch mal machen dann. Paul Hunold, guten Abend. Ja, bin ich. Aber nicht wieder bis 1 Uhr morgens, das weiß ich jetzt schon, Herr Brombeer.
Schick. Aber wenn das Monster schon sagt, dass der Sound mies ist. Fahrtrichtungswender nach vorne, machen wir wieder eine Sonderfahrt. Dort Licht auf weiß. Sieht vom PCB los jetzt aus, das war es jetzt auch schon so. Ah, da geht das, kannst du nicht schon Intervall schalten. Dass die Türstörungen immer nicht gingen, das finde ich auch schon. Gleich mit dem ersten VPN-Paket und dem Preload fürs Quick Drive auch dabei. Perfekt. Langsdorf fahren wir hin, warte mal. Genau, den natürlich wieder nicht, oder? Was haben wir denn auf Endziele noch auf der Karte? Noch bevor wir langsamer rein. Wo kommt man denn da weiter von? Wachungen, gell? Also für Dinger. Für Hungen, glaube ich, haben wir drinnen. Ja, ja. Zum Beispiel. Passen, perfekt, perfekt passen. Noch Martin. Das Makro wurde von der VT642er bzw. VT-ÖBB522 recycelt. Das ist ein schöner Ausdruck dafür. Aber so, das Ding macht Spaß. Also ein bisschen durch die Landschaft hier gucken. Ja. Zur netten Dame drüber sitzen, das Nothämmerchen ist da, Licht ist ein. Ja. Da kann man auch gut lesen. Notbremse, Handgriff nur für. Nur bei Gefahr ziehen. Jeder Missbrauch wird bestraft. So muss das auch. Ja, ich kenne einen Sven. Soll aber nicht negativ sein, um Gottes Willen. Lieber schlecht geklaut als gut selber. Lieber gut geklaut als schlecht selber gemacht. So heißt es, glaube ich. Fahrschalter-Sound kommt vom Euro-Dual, ja, das
Stellt sie ziemlich gleich um, gell? Was hast du sonstige Fahrgastansichten? Mehr gibt's nicht. Mit dem Pfeiltasten kannst du nicht umgehen. Gut gemacht, sie haben das Ende erreicht. Schade. Was war das andere noch? Friedberg raus und mit dem Blauer. Schauen wir nochmal. Fahren wir nochmal. Friedberg raus mit dem was mit. Mit welchem? Mit dem BLE? Fahren wir aber bloß Ohren, oder? Das ist der normale. Kannst nur Abfahrt irgendwo da das Ding machen. Friedberg raus geht nicht. Bis Samstag, Carsten. Die 509 sind welche ohne WC. Oh, das muss auch klar mal. Ja, das ist schwieriger. Danny BI, es gibt vorhin gerade im Railsim Forum released worden von der Steuerbankschmiede schon ein Repaint-Paket. Und da sind die Dinger drinnen. Frisch released, warten mal, warten Sie mal ganz kurz. Ja, ich verlinke natürlich im Video morgen dann auch gleich mal die entsprechenden Links dazu. Und für das Repaint-Paket folgt der Link auch gleich im Chat. Bitteschön. Da ist der Link, da ist das Ding. Das ist ein cooles Fahrzeugkonzept, wenn man ehrlich ist, gell? Man macht in der Mitte so eine Antriebseinheit rein, die kannst du Diesel machen oder elektrisch machen und dann schnallst einfach vorne und hinten noch so die passenden Fahrgasträume und die Führerstände dran. Vor allem, es ist ja immer das gleiche normalerweise, oder? Wenn es jetzt zweite Klasse ist, dann ist ja der Block und der Block dahinter eigentlich genau das drei gleiche, ja nur umgedreht. Die werden jetzt mit Sicherheit keine zwei verschiedenen bauen. Und wenn du erste Klasse haben willst, dann gibt es da mit Sicherheit einen anderen. Spart Herstellungskosten. Und wenn du ein Verkehrsunternehmen bist, das Diesel und elektrisch fährt, dann wirst du mit Sicherheit auch noch leichter. Weil die Teile dann auch alle gleich sind. Schlaue Dinger. Na geil, die passenden Sets jetzt auch dazu. Sehr, sehr gut.
Oh. HLB hat noch zweite Klasse im GT4, war schon klar. Hans Bärs, wunderschönen guten Abend. Sieht für mich aus wie ein Lego-Zug. Die hatten genau so einen Entwurf auch mal dazwischen. Lego darf man aber nicht mehr sagen, man muss einfach Klemmbausteine sagen, weißt du? Das ist. Lego ist schon wieder gefährlich. Das da mal ein Rucklürzer. Was gibt's denn sonst noch zu sagen? Die Schalter haben bedienbar, gell? Ja, passt. Der ist aber so nicht bedienbar, oder? Oder kann man da einen Pfeil oben unten? Ne? Es ist schade, wenn man Internet ab bei seinem Display dann mit Pfeil oben unten zumindest durchschalten könnte. Das wäre nicht auch schlecht gewesen. Warum nicht? Müssen wir gucken, was so im Manual noch drin steht bei den Abkürzungen. Müssen wir jetzt auch, dass die Instrumentbeleuchtung funktioniert. Dieselmotor, da ist der Starter, Federspeicher lösen. Rangieren, also wieder tot, Bremsprobe geht nicht, Wischer haben wir schon gehabt. Kann man sonden, Magnet, Schienenbremse, da kann man nichts schalten. Lautsprecher geht leider auch nicht. Und 660 Hertz Ton geht auch nicht. Ernsthaft? Da tut sich aber nichts. Sollte die gehen? Fahr bloß nicht bei Dunkelheit, die Instrumentbeleuchtung ist der letzte Schrott. Guten Abend an den Geist. Knapp am Tempdarm vorbei, ich hoffe doch nicht. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Gibt es da irgendwo ein Manual, ob der. Haben wir Deutsch? Ich verstehe es einfach nicht, warum die einfach es nicht hinbringen, die ganzen PV-Hersteller, dass sie die Dinger mal im. Hat E-Bremse, oh, die Richtungswender, Zugbremse, Lokbremse, Makrofon, PZB ein aus, noch frei, SIFO, Lichter, Scheibenmischer, Sonder, Fahrpultlicht, Führerschein, nein, da geht nix. Also obwohl da der Schalter dort steht für Sonnenblende, ist keine Belegung drin, dass da irgendwas geht. Was muss den Schalter? Ah, jetzt, super! Ey, cool. Geil. Und zeigt man sogar von außen wieder. Ah, ja. Danke, Danny B. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts mehr. So wie bei der guten Baureihe 102.
Also, ich muss sagen, das Fahrzeug macht Spaß. Also Kaufempfehlung. Muss man echt sagen. Kann man kaufen. Wenn jetzt da, wer noch ein bisschen warten mehr hat, kann ja dann nur auf das, sage ich mal, Update-Paket kommen, das am Wochenende dann von der Steuerwagenschmiede rauskommt. Dann kann man ja nochmal gucken, was da behoben worden ist. Ist alles gut, BE430, weil ich werde dann auch Schluss machen, weil mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Fahrt sich soweit sehr gut. Erstes Repaint-Paket gibt es schon, werden noch ein paar kommen, wenn ich es richtig gelesen habe. Update-Paket soll am Wochenende dann kommen. Da können ja noch ein paar dann warten und gucken, was da passiert. Jo, das war's dann, würde ich sagen. Macht Spaß, das Ding. Also kann man kaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss sagen, für den, du hast mit Sicherheit einen Rabattcode bekommen, Steven. Für den Preis mit den 10% kann man sich das Ding kaufen. Und wenn man sagt, es gibt von der Steuerwagenschmiede schon das erste Repaint dafür. Du kriegst da Quick Drive zum Beispiel, Preloads dafür, passend dann genau fürs Wetternetz. Also muss ich ganz ehrlich sagen, macht Spaß, das Ding ist zu empfehlen. Sound wieder, das Monster von geschrieben ist mies, aber. Kennst du Discord, Train um hey Steven? Discord, ist dir das ein Begriff? Ihr habt ja immer was geschrieben die Tage. Guckt mal in den Discord rein. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag, schönen Freitag, guten Start ins Wochenende und hoffe, wir sehen uns am Samstag dann zum Livestream wieder. Wie gesagt, fünfjähriges Kanaljubiläum bei mir. Gibt ein paar Sachen zu gewinnen. Wir werden ein paar Keys verlosen und alles sehen. Es gibt Special vom Lautnix Best of Zwangsen zum fünfjährigen Geburtstag. Ich bin mal gespannt. Also, wenn wir sehr einen lustigen Abend, dann sehen wir uns hoffentlich am Samstag zum Stream wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Wegen dem Sound berät die Steuerwagen schon wieder noch. Meinen Discord, du Scherzkeks. Beratet mal oder sowas. Wie gesagt, ich würde es halt, wenn der wirklich gut ist oder besser ist wie das Original oder trifft es besser wie das, was mitgeliefert wird. Stellt sich einfach als Beta rein oder sowas. Gleich mit dem fetten Satz ruhig reinschreiben, sondern so nach dem Motto: Wer ihn nicht haben will oder wem er nicht gefällt, braucht ihn ja nicht installieren. Also dann, pfiat euch von mir und von Maxi. Tschüsschen.